Und jetzt sitze ich hier mit einer sehr lieben Sendungsmacherin von FS1, nämlich mit der Elvira. Und die Elvira hat ein eigenes Programm, das ich sie gebeten habe, hier kurz vorzustellen. Elvira, magst du uns mal ganz kurz erzählen, was machst du bei FS1? Ich darf bei FS1 die guten alten Balladen vortragen. Ich darf Sagen lesen, ich darf Gedichte vortragen. Und das ist für mich eine große Freude. Und ich möchte so bald wie möglich wieder weitermachen. Und wie kam es, was hat dich eigentlich zu FS1 gebracht? Wie bist du dazu gekommen? Ich meine, die Zielgruppe hier, jede Menge Jugendliche, Lehrer, Bildungs-, Kulturschaffende. Ich weiß, du bist Kulturschaffende in dem, was du tust, aber wie kamst du dann zu FS1? Das war über einen gemeinsamen Bekannten mit seiner Freundin. Und die haben gesagt, also es gehört für das, was du machst, ein größeres Publikum her. Und hat mir das vorgeschlagen, bei FS1 einmal anzufragen. Habe ich gemacht. Ihr habt ja gesagt. Und somit war ich dann dabei. So, nebenbei noch kurz ein bisschen Werbung für Elviras Programm. Es nennt sich wie? Erlesenes. Und Erlesenes gibt es regelmäßig auf FS1 im linearen Programm, aber natürlich immer zum Nachschauen und Nachhören in der Mediathek von FS1 beziehungsweise auf dem YouTube-Kanal von FS1, wo man mittlerweile doch einige sehr schöne Balladen, Sagen und Gedichte, denke ich, sind auch dabei. Ja, Sagen kommen als nächstes dran. Okay, die gibt es dort zu hören und vor allem auch, wie sie Elvira vorträgt, zu sehen. Und ich danke dir, dass du da warst und ich danke auch für dein Programm, das du hier bei FS1 mit einer sehr großen Freude an der Sache tust. Und ja, das merken wir und deswegen freuen uns wir mit dir jedes Mal, wenn du da bist. Vielen Dank, das ist ganz lieb. Dankeschön. Dann gehen wir wieder in eine kurze Pause und gleich geht's weiter. Wir nähern uns dem Höhepunkt des Abends, der After Hour live aus der Bergstraße. Wir bis dahin noch einen kurzen Moment und bis gleich.